Hallo zusammen und ein herzliches Glück auf zu Training Live hier beim FC Schalke 04. Ein grandioses Bild direkt zum Einstieg, der Blick übers Trainingsgelände und die Drohne fährt in Richtung Trainingsplatz, wo wir die Mannschaft sehen, die jetzt so langsam aber sicher auf den Platz kommt. Klassisch die Vorbereitung für so eine Trainingseinheit in der Trainingshalle, wo die Jungs sich ein bisschen warm machen, dehnen, auf den Massagerollen ihre Muskulatur aufwärmen. Simon Hensler, Mike Büskens warten schon auf die Jungs. Und wir sehen natürlich auch schon die ersten positiven Eindrücke. Ralf Fährmann wieder mit dabei, Danny Latzer wieder mit dabei. Und da haben wir auch schon den Coach. Die Jungs werden aufgeteilt in kleine Warmmachgruppen. Man sieht es an den Stangen, die abgesteckt sind. Wir werden jetzt einige Laufeinheiten machen, um sich im Prinzip aufzulockern, in die Bewegungsabläufe reinzukommen. Ja, Justin Hekeren zeigt seine Qualität am Ball, die ihn ja sowieso ausmachen. Michi Langer war beim Friseur. Und Ralle ist auch gut drauf. Schön, dass sich natürlich das Lazarett ein bisschen lichtet. Ganz gerade angesprochen, Danny Latzer wieder mit dabei. Er soll so langsam in das Training wieder integriert werden. Wir müssen mal abwarten, inwiefern er die ganzen Einheiten mitmachen kann. Hatte ja Leistenprobleme. Häufig wird darüber dann während des Trainingsablaufes entschieden, wie er sich fühlt, ob er in die Zweikämpfe gehen kann, ob er in die Sprints gehen kann.
oder ob er dann aus solchen Situationen rausgenommen wird und dann nochmal individuell trainiert. Paul Seguin, Brian Lasme, im Hintergrund Simon Terodde, Domin Drexler, Aujan. Das sieht schon ziemlich geschmeidig aus. Schön ist auch für unseren Coach, dass er natürlich auf die Jungspunde wieder zurückgreifen kann. Keke Top, Yusuf Kabadai, die waren bei der U20-Nationalmannschaft. Erfolgreich auch. 2:1 gegen Portugal gewonnen und Keke Top hat sogar ein Tor gemacht. 51. Minute. Und die sind heute wieder zurück nach Gelsenkirchen gekommen, obwohl das Team der U20-Nationalmannschaft, hier sehen wir Keke Top im Vordergrund, noch das nächste Spiel gegen Tschechien hat. Ich denke, die Länderspielpause, wo wir gerade davon gesprochen haben, die kam, glaube ich, zu einem sehr guten Zeitpunkt. Karel Geratz, unser neuer Coach, hatte viel Zeit, mit den Jungs zu arbeiten, mit den Jungs zu sprechen. Kommen wir auch noch mal im Laufe der nächsten Minuten und dieser Trainingseinheit kommen wir noch mal intensiver dazu, was er für ein Typ ist, wie er mit den Spielern umgeht, wie er mit ihnen umgehen will. Hier sehen wir ihn gerade im Gespräch mit Matze Kreuzer. Das ist auch so eine Sache, die ihm sehr am Herzen liegt. Kommunikation, viel sprechen. Findet für sich in den ersten Tagen immer so eine Mischung aus, ich gebe Ansagen, stehe aber auch sehr fokussiert an der Seite und beobachte. Das ist ihm ganz wichtig. Er hat ja einen sehr, sehr, meiner Meinung nach, einen sehr, sehr schönen Satz bei der Pressekonferenz gesagt. Wir sind alle Menschen. Wir sind keine Roboter. Auch wenn es Profis sind, die eigentlich immer funktionieren müssen. Aber auch die haben Probleme. Die haben Dinge, mit denen sie sich beschäftigen. Und daran will er jetzt vor allem arbeiten. Alles viel mit Ball. Einer der grundlegenden Sachen in seiner Trainingsarbeit. Sehen noch viele Zuschauer. Hier beim öffentlichen Training. Frisch ist es geworden, alle dick eingepackt. Aber trotzdem, wie wir es natürlich von unseren Fans kennen, alle zahlreich erschienen. Karel Geratz zeigte sich auf jeden Fall zufrieden. Wir hatten die Möglichkeit, nach dem Testspiel gegen Almelo mit ihm zu sprechen und
war auch sehr, sehr auffällig, dass sein Resümee nach dem Spiel gegen Hertha als auch dem Spiel gegen Almelo, dass er da sofort gesagt hat, dass er es sehr gut fand, wie die Mannschaft nach den jeweiligen Rückständen reagiert hat. Dass also die Körpersprache ihm gezeigt hat, dass die Jungs wollen, dass sie auf gar keinen Fall verlieren wollen. Dass sie sich auch versuchen, gegen die Niederlage aufzubäumen. Und wo wir hier gerade die Fans gesehen haben, in den Nahaufnahmen, als auch jetzt nochmal von oben. Was könnte da näher liegen? Wir haben einen Gesprächspartner. Kirsche, mein Lieber, schön, dass du da bist. Aus der Abteilung Fans und Mitglieder. Wie geht's dir? Glück auf. Ja, soweit ganz gut. Für mich hat sich jetzt schon gelohnt, muss ich sagen, der Weg hier rüber, weil die Bilder mit der Drohne, also wirklich imposant, habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen, also sehr, sehr spannend. Ja, definitiv. Definitiv. Diese Bilder sind immer sehr cool, erst recht, wenn es über unser Trainingsgelände geht. Hatten auch gerade noch mal den alten... Genau. genau. Unseren Freund. Ja, genau. Deswegen, du kennst mich schon so gut, dass du weißt, was mich begeistert hat. Natürlich Parkstadion, der Flutlichtmast da zu starten. Also ein grandioses Intro und eine super coole Geschichte. Aber nee, mir geht's gut. Länderspielpause, jetzt auch über die Runden gebracht. Ist natürlich auch so die Zeit für Fanbeauftragte, wo man mal ein bisschen abschalten kann. Deswegen Teil des Teams, war jetzt auch im Urlaub, hat ein paar Tage frei gehabt, um die Akkus jetzt auch wieder aufzuladen. Gleichzeitig war aber auch eine DFL-Veranstaltung in Darmstadt, das sogenannte Forum zum Club-Fan-Dialog, wo wir als Schalke 04 auch vertreten waren, auch mit Fanvertretern, um halt zu sprechen, wie läuft die Kommunikation zwischen Verein, zwischen Fanorganisationen, um Input zu bekommen, neue Impulse und auch mal zu schauen, weil es ja auch ein Teil der Lizenzierung letztlich ist. Und ja, ich hatte die Ehre, im Schwarzwald sein zu dürfen. Ich war bei den Elztal-Knappen beim Herbstfest, war da eingeladen, gemeinsam mit Rolf Haselhorst aus dem Aufsichtsrat und hatten dann wirklich sehr, sehr schönen Abend. Ja, stark. Danke für die Einblicke. Jetzt steht natürlich das nächste Auswärtsspiel an, Karlsruhe. Was erwartet uns da? Hast du ein paar Hinweise für unsere Fans, die mit Bussen und Bahnen unterwegs sind, mit Autos, mit Pkw unterwegs sind? Was sollen die beachten? Worauf müssen wir achten? Ja, ganz konkrete Hinweise habe ich noch nicht. Weil für uns ist es ja jetzt mit dem neuen Wildpark sozusagen, der jetzt auch fertig gebaut ist zum ersten Mal. Das letzte Spiel war, glaube ich, noch im Rohbau, aber doch der Gästeblock war dann schon da, aber der Rest des Stadions war es noch nicht fertig. Deswegen wissen wir jetzt noch nicht zu 100%, ob sich noch irgendwas geändert hat, was die Wegeführung betrifft und ob es irgendwelche anderen Besonderheiten gibt. Aber da kann ich immer nur auf unsere Kanäle verweisen, auf die Auswärtsinfo, wo in den nächsten Tagen alles Wichtige dann auch drinsteht. Es werden wieder über 3000 Schalker vor Ort sein und die Mannschaft dann auch nach vorne treiben. Und ja, ich bin gespannt, wie das neue Stadion wirkt. Ich war beim letzten Mal nicht dabei. Das war, glaube ich, das Spiel mit den roten Trikots, mit dem Schalke 04-Schrift. So, deswegen vergisst man das in dem Sinne nicht. Aber freue mich einfach drauf, weil es gefühlt ein neues Stadion ist, was man sieht, was man auch diverse Erfahrungen gemacht hat mit dem alten Wildpark, ein traditionsreiches Stadion, wirklich ein Begriff in Deutschland. Und deswegen ja, lasse ich mich mal überraschen, was sie daraus gemacht haben. Die Bilder, die man im Fernsehen gesehen hat, auch die Choreografie zur Einweihung des gesamten Stadions, beeindruckend. Und ja, mal schauen, was stimmungstechnisch uns erwartet. Aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass der Gästeblock schon ordentlich laut sein wird. Ja, auch damals, du hast das letzte Spiel angesprochen, da war es schon von der Stimmung her richtig gut. Also du hast definitiv gemerkt, dass es ein Verein in dem Sinne mit Potenzial ist, ein alter Traditionsverein, der stark verwurzelt ist in der Region. Das hat, naja,
Spaß gemacht, weniger, weil wir ja natürlich alle irgendwie in dem Sinne wollen, dass wir da Punkte holen. Aber es war für mich, ehrlicherweise, du hast es angesprochen mit dem roten Trikot, es war super eindrucksvoll. Hast du im Nachgang mit ein paar Fans sprechen können, die gesagt haben, dass die unsere Aktion halt gut fanden, beziehungsweise diesen Aufdruck drauf gemacht haben? Ich kann es in dem Sinne sagen, weil ich da in dem Fall mit Simon Terodde noch habe sprechen können. Und ja, also ganz ehrlich, dem schwillte die Brust an vor lauter Stolz, weil er sagte, unfassbar, dass wir so etwas gemacht haben und ja, sozusagen das Team als Kapitän, als Erster mit diesem Trikot aufs Feld zu führen, hat den quasi voller Stolz erfüllt. Ja, ist definitiv ein besonderer Moment in der Historie des FC Schalke 04, ne? Also was sicherlich auch Platz im Museum finden wird. Die Reaktionen der Fans waren sehr, sehr positiv, muss ich sagen, ohne jetzt auf einzelne Gespräche eingehen zu können oder zu wollen. Aber es war ein ganz klares Statement, was wir als Club gesetzt haben. Und deswegen meinte ich, dass es ein besonderes Spiel in der Vereinsgeschichte war, an das wir uns immer erinnern werden. Und wahrscheinlich werden wir uns auch insbesondere an das Trikot erinnern und gar nicht an Spielergebnisse oder Aufstellungen oder Ähnliches. Aber das hat sich dann schon bei uns eingebrannt. Ein wichtiges Thema, da möchten wir gerne darauf hinweisen, wenn wir schon über Courage, Mut und Sachen und Themen dieser Art sprechen, unsere Ernst-Alexander-Auszeichnung. Da läuft gerade die Bewerbung. Hilf uns mal. Vielen Leuten ist das bekannt, aber diese wunderbare Aktion von Schalke 04 wahrscheinlich noch nicht jedem. Klär uns auf. Ja, wir blicken jetzt schon ein bisschen ins neue Jahr, genauer gesagt dann auch in den Februar, weil seit 2018 wird diese Auszeichnung verliehen. Ernst Alexander war ein jüdischer Fußballer beim FC Schalke 04, der leider dann in Auschwitz ermordet wurde, und in seinem Gedenken gibt es diese Auszeichnung, und da läuft jetzt wieder die Bewerbungsfrist, also das können sich Personen an Schalke 04 auch wenden, Institutionen vorschlagen, also wir haben es bewusst sehr offen gehalten. Es können Einzelpersonen sein, Initiativen, Fanclubs, in der Vergangenheit waren es auch Schulen, andere Gruppen, Vereine oder auch Projektträger. Und das ist vor allem dann gemeinsam mit Schalke Hilft auch entstanden. Und wir möchten damit das Engagement für Demokratie, Menschenrechte und ein friedliches Miteinander sowie gegen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, Extremismus und Gewalt einfach belohnen. Und ja, man kann sich selber bewerben, man kann aber auch andere Institutionen vorschlagen. Geht ganz einfach, eine Mail an schalkehilft@schalke04.de. Dort werden die Sachen gesammelt. Am Ende mit einer Jury auch ausgewertet, beziehungsweise dann auch mal überlegt, wer das Preisgeld von 1.904 Euro dann auch verdient hat. Und Zeitraum ist ungefähr im Februar, da war der Geburtstag von Ernst Alexander am 5. Februar. Und ja, rund um dieses Datum wird dann auch die Auszeichnung wieder verliehen. Stark. Wir hatten beim letzten Heimspiel, nochmal, Fußball definiert sich auch über Ergebnisse, deshalb sprechen wir da nicht mehr drüber. Aber nochmal darauf hingewiesen, wo ist Elli? Eine ganz, ganz wichtige Aktion. Wie können wir was darunter verstehen? Wo ist Elli? Hört sich jetzt erstmal für Leute, die nicht im Stadion waren oder die damit sich nicht auskennen, irgendwie ein bisschen komisch an. Deswegen hole ich gerne ein wenig aus. Die steht auf Anlaufstelle, haben wir schon länger im Stadion, wo sich Fans, Mitglieder, Besucher dran wenden können, wenn es innerhalb des Stadions auch diskriminierende Vorfälle gab, wenn man was melden möchte, wenn man sich unwohl fühlt, vielleicht auch in seinem Blog, weil da Äußerungen getätigt werden, die so nicht gehen. Und das haben wir schon ein bisschen länger. Wir haben jetzt aber mit dem Codewort Wo ist Elli einen größeren Aufschlag nochmal gemacht und auch bewusst gemacht, um die verschiedensten Parteien innerhalb des Stadions dafür zu sensibilisieren, sei es den Ordnungsdienst, sei es uns als Mitarbeiter, aber auch eigentlich, dass jeder weiß, und wenn man das Codewort dann auch hört oder jemand auf einen zukommt und sagt, wo ist Elli, dass wir auch die Sicherheit haben, wissen, was zu tun ist, die Person rauszuziehen, nicht wortwörtlich, sondern einfach Schutz zu geben, dann auch die Anlaufstelle zu kontaktieren und entsprechend die nächsten Schritte dann einzuleiten. Wir haben das gemacht über das Stadionprogramm,
Wir haben entsprechende Poster aufgehängt. Es gibt Aufkleber im Stadion. Und wir möchten einfach für dieses Thema sensibilisieren. Wir möchten es größer machen. Wir möchten, dass die Leute sich bei uns in der Felddienstarena wohlfühlen, dass da kein Platz für Diskriminierung ist. Und ich hoffe, dass das mit diesem Aufschlag dann auch gelungen ist. Uns ist bewusst, dass das ein weiter Weg ist, dass wir da viel dran arbeiten müssen, dass wir gemeinsam mit den Fans daran arbeiten müssen. Aber wir machen uns auf den Weg und ein riesen Dankeschön an das ehrenamtliche Team auch, was dahinter steckt, ne, was bei jedem Spieltag auch bereit ist, Zeit zu opfern und da zur Verfügung zu stehen, Schulungen zu machen und entsprechend auch aufgestellt zu sein dabei. Gemeinsam auch mit Leuten von Stölting, die dann dabei sind, aus unserem Team mehrere Leute, die involviert sind und nicht zu vergessen auch das Schalker Fanprojekt. Und auf den Weg haben wir uns gemacht. Nochmal, wir wissen, dass der noch nicht zu Ende ist und dass wir das noch weitermachen müssen, aber wir wollten das ganze Thema noch publiker machen, was auch ein Punkt war auf dem Jugendkongress, ne, wo wir mit jüngeren Fans gerade auch gesprochen haben, die gesagt haben, ja, haben wir irgendwie schon mal gehört, aber was steckt eigentlich dahinter? Und es auch genug noch Leute gab, die gesagt haben, nee, ist bislang gar nicht bei uns angekommen. Und das Thema Werbung wollten wir einfach jetzt größer machen und dafür haben wir das Heimspiel gegen Hertha genutzt. Nimm uns mal mit in so einen Ablauf. Du hast es gerade als Beispiel so angesprochen, also da wird rein theoretisch jemand diskriminiert. Wie ist dann der Ablauf? Also wie geht es dann weiter? Ja, also der Fokus liegt ja erstmal auf dem Opfer. Also wenn sich wirklich eine Person bei uns meldet, die selber davon betroffen ist, dann gilt es in erster Linie, sich um das Opfer zu kümmern, zu unterstützen, Hilfe anzubieten, entsprechend auch die Expertise mit reinzubringen. Also da geht es gar nicht um das Thema Täter, sondern zu schauen, dass es dem Opfer gut geht und dass wir dann da helfen können. Diese Täterermittlung wäre dann erst der zweite Schritt und da hat dann auch letztlich die Anlaufstelle gar nichts mit zu tun, sondern da sind dann andere Organisationen für oder Organisationseinheiten innerhalb des Clubs für zuständig. Es ist wichtig, dass ein entsprechendes Netzwerk auch dahinter steht, ne, mit Fachberatungsstellen, was wir als Verein auch gar nicht leisten können, aber wo wir mittlerweile gut vernetzt sind, wo es Experten gibt, an die man weiter vermitteln kann in dem Sinne. Und das ist so der Prozess. Es geht natürlich auch online. Also gibt auch auf der Homepage ein entsprechendes Formular, wo man Fälle dann auch melden kann und wo auch Zeugen das melden können. Also man muss nicht selber davon betroffen sein, sondern auch sagen, so, ich habe Dinge wahrgenommen und wir versuchen dann die entsprechenden Schritte einzuleiten, in erster Linie zu helfen und zu gucken, dass wir einerseits eine Dokumentation haben von solchen Fällen, aber Ziel ist es, das dann irgendwann auch natürlich abzustellen. Wo ist die Anlaufstelle in der Arena? Im Schalke-Museum und ist halt besetzt mit Stadionöffnung bis eine halbe Stunde nach Spielende. Auch da dann einfach melden. Ist immer besetzt durch ein Team, was dann auch vor Ort ist. Auch da gibt es einen entsprechenden Raum, einen Rückzugsort, den man nutzen kann für Gespräche. Also das ist alles vorbereitet. Sehr gut. Wir haben ein Thema am 18.11., wenn ich mich recht erinnere, zweiter Mitgliederkongress. Richtig? Richtig. Ist die nächste Länderspielpause und da gibt es den nächsten Mitgliederkongress. Da, Pilotprojekt war letztes Jahr. Wir haben überlegt, ist das was, wie kann man die Partizipation der Mitglieder erhöhen, wie kann man in Kontakt mit Mitgliedern kommen, konkret Ideen einsammeln, Projekte entwickeln. Und ja, das war damals der Auftakt. Wir waren uns am Ende des Tages schon einig, das kann nicht einmalig gewesen sein. Deswegen gibt es jetzt die zweite Auflage und die findet am 18.11. statt. Da haben wir aktuell schon über 300 aktive Mitglieder, die sich einbringen möchten. Die Frist läuft noch bis morgen. Also wer das jetzt hier in der Runde noch hört und sagt, boah, ist irgendwie an mir vorbeigegangen, will ich aber gerne dabei sein, dann ist das auch noch möglich. Haben ein paar Schwerpunktthemen gewählt, die momentan natürlich eine Rolle spielen, das ganze Thema Tickets, insbesondere heim, auswärts, ne, dass man da in Workshops arbeitet, aber auch Dinge wie eine digitale Beteiligung oder Thema Merchandise spielt eine Rolle. Auch das vorgestellte Sportkonzept, also Thema Sport hatten wir beim letzten Mal nochmal ausgeklammert, ist diesmal jetzt aber auch bewusst mit drin. Also da gibt es die entsprechenden Infos auf der Homepage und guckt da gerne nochmal rein. Das werden wir tun und ich hoffe, die
Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns gerade live verfolgt haben, dementsprechend auch. Wichtige Sache, wo man sich natürlich hier bei uns auch einbringen kann. Kirsche, deine Person wird verlangt an anderer Stelle. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Die Fans brauchen dich, ne? Du sitzt wieder, wie es so schön ist, im Ruhrgebiet, die auf der Kohle, auf der heißen Kohle. Und möchtest los. Also dementsprechend vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einblicke und alles Gute. Vielen Dank. Bis demnächst. Glück auf. Ciao, ciao. Weiter geht's mit den Torhütern. Ralf Herrmann nach ein paar Wochen wieder im Tor. Abgeklatscht von Michi Langer. Und da sieht man auch, das, was man sich ja so, ja, manchmal leicht, manchmal so schwierig vorstellen kann, sind ja alles Konkurrenten, aber gerade speziell bei den Torhütern ist das immer noch so eine besondere Beziehung. Simon Hensler schafft es seit Jahren, immer wieder einen wirklich richtig guten Teamgeist unter den Torhütern zu schaffen. Wie gesagt, alles Konkurrenten, aber mit dem nötigen Respekt dazu. Hier sehen wir auch, zwar leider nur mit dem Rücken, aber ganz links am Bildrand, unseren neuen Co-Trainer, Tim Smulders. Interessanter Typ, hat ehrlicherweise bei mir sofort gewonnen. Ein Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung, Peter Holtschlag, hat ihn sozusagen in Empfang genommen. Und da ging es dann direkt um Schalke. Und was könnte man netterweise, lustigerweise über Schalke 04 sagen? Lassen wir es mit Tim Smollers Worten sagen. Das ist ein Kultclub. Ja, wie gesagt, bei mir hat er schon gewonnen. Mit dem Spruch. Hat fachlich einiges auf dem Kasten. Lange, lange Karriere. Fußballerisch. Sprachlich auch. Sehr gewandt, im Prinzip wie unser Coach. Ist ja so ein bisschen typisch, ne? Für Belgier. Wachsen ja sowieso zweisprachig auf, kriegen dann noch Deutsch in der Schule, sprechen gleichzeitig noch Englisch. Also Coach Kare Gerrards und Tim Smulders sprechen Niederländisch, Französisch, Englisch. Alle drei Sprachen fließend. Deutsch, in dem Sinne, dass sie sehr, sehr gut verstehen und sich das ja sowieso als Sprachtalente sowieso jetzt bald zügig aneignen. Das ist schon faszinierend. Interessant auch die Geschichte, dass Tim Smulders und Kare Gerrards, die kennen sich im Prinzip seit Jugendjahren. Tim Smulders hat erzählt, dass er irgendwie 17 oder 18 gewesen ist, als er mit Kare Gerrards zusammengespielt hat. Kurioserweise auf der gleichen Position. Der eine ein bisschen agiler, weil er ein bisschen kleiner war, der andere ein bisschen stämmiger. Smulders ist ein bisschen größer als der Coach. Und haben beide im Prinzip um die gleiche Position gespielt. Immer respektvoll, weil beide sich sehr schätzten, wie man es jetzt auch sieht, weil ich glaube, wenn das damals nicht gepasst hätte, wäre Smulders wahrscheinlich auch gar nicht hier bei uns gelandet. Also muss es gepasst haben. Er freut sich auf jeden Fall auf einen Kultclub. Und die Fans, das Stadion.
Ich glaube, das ist auch eine gute Voraussetzung. Ist ja häufig so bei den Trainern, wenn die selbst Profis gewesen sind, dass sie sich natürlich auch super gut in die Spieler hineinversetzen können. Dass sie Bewegchen erkennen, dass sie gute Leistungen erkennen, dass sie auch Spieler, die teilweise dann auch vielleicht positionsbedingt so ein bisschen unterm Radar laufen, also die klassischen Torschützen, die Wasserträger, die halt wirklich auch im Hintergrund wichtig sind für die Spieler. Hier sehen wir eine Übung, die ein bisschen in den technisch-spielerischen Bereich geht, natürlich auch taktisch, um sich zu verschieben mit verschiedenen Kommandos, die dann wiederum die verschiedenen kleinen Tore freigeben. Wird ganz, ganz häufig in verschiedenen Geschwindigkeiten gespielt, wird ganz, ganz oft dann mit zwei Kontakten, mit drei Kontakten direkt gespielt. Seitenverlagerung, Situation erkennen, Zweikämpfe führen, verschieben. Ganz, ganz wichtig für Karel Gerrards als auch sowieso im modernen Fußball. Hier sehen wir es nochmal von oben. Können wir vielleicht auch so ein bisschen in die taktische Variante gehen. Ne? Hat ja gegen Almelo mit Dreierkette gespielt. Wechselte natürlich so ein bisschen spielbedingt während der Partie. Immer mal wieder so ein vierter Verteidiger reingerückt kam. Aber die Grundausrichtung war erstmal so ein klassisches 3-5-2. Und Karel Gerrards hat natürlich auch sofort gesagt, ja, ich will das mal ausprobieren. Also wenn ich jetzt, wann dann? Einfach mal um zu schauen, wie ist das Potenzial, wie nimmt die Mannschaft das an? Weil es ihm halt ganz, ganz wichtig ist, das hat er auf der Pressekonferenz gesagt. Er ist jetzt kein Fanatiker in dem Sinne, dass er sagt, ich habe ein Spielsystem und behalte das bei. Sondern er passt sich natürlich der Mannschaft an, orientiert sich natürlich am Gegner, orientiert sich an Momenten im Training. Ist einer gut drauf, ist einer schlecht drauf und so weiter und so fort, um dann aus dem mit den technischen Hinweisen, mit den Hinweisen aus dem Training, aber auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören. Also er sagt ganz klar, er wägt alles ab, aber wenn es zum Beispiel eine 50-50 Entscheidung gibt, dann hört er auch relativ häufig auf seinen Bauch. Macht ihn natürlich auch menschlich. Irgendwie scheint sich das so ein bisschen herauszukristallisieren. Hart, sehr, sehr klar, aber auch mit dem menschlichen Touch, den man, glaube ich, auch heutzutage und auch sowieso in einer Fußballmannschaft sowieso braucht. Der eine muss ein bisschen härter angegriffen werden, der eine braucht klare Ansagen, der andere muss ein bisschen gestreichelt werden, was völlig normal ist. Wir haben ihn ja begleitet beim Hertha-Spiel. Könnt ihr nochmal sehen auf unserem YouTube-Kanal. Und da war es schon zu sehen, ne? Dass er, der hat da richtig mitgelebt. Obwohl er eigentlich nur auf seinem Platz hinter der Scheibe gesessen hat und sich nicht richtig einbinden konnte. Aber im Prinzip hat er immer wieder mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit Clubverantwortlichen hat er gesprochen, hat gezeigt, guck mal hier, guck mal da, das war gut, das können wir vielleicht besser machen, ah, da müssen wir mal hier mal schauen. Also das war schon interessant zu sehen. Und er sagt halt, er ist eigentlich relativ zurückhaltend, ist jetzt nicht so ein Lautschläger,
wird wahrscheinlich auch irgendwie bei einer Party gar nicht so sehr auffallen. Aber wenn es um Fußball geht, da kann er stundenlang quasseln. Bringt sich ein, hat seine eigene Meinung, äußert die auch. Und ja, lebt einfach Fußball. Lebt Fußball und spricht gerne darüber und identifiziert sich total damit. Er sieht sich eher als ein Problemlöser, so habe ich den Eindruck, als ein Problemsucher. Also er sieht Probleme und anstatt da jetzt zu sagen, ja, wir haben jetzt ein Problem, ist er eher der Typ, der sagt, okay, wie kriegen wir jetzt hier die Kuh vom Eis? Also gar nicht so sehr mit irgendwelchen Problemen aufhalten, sondern sofort nach Lösungen suchen. Und da sieht man es jetzt auch, ne? So diese Mischung aus, ich beobachte fokussiert, aber bind mich dann auch total im Training ein und mache dann zum Teil die Übung vor, wie er gerade die Leute auf den Platz gestellt hat. Nee, ihr steht einen halben Meter zu weit innen, geht ein bisschen weiter raus, oder ihr seid zu weit draußen, geht einen halben Meter weiter rein, bindet sich selbst mit ein, gibt klare Kommandos. Das hat man ja auch gegen Almelo gesehen. Da sieht man es nochmal. Hätte wahrscheinlich gesagt haben, so Jungs, darauf kommt es an. Schöne Kombination gerade. Simon Terodde scheint auch wieder richtig gut drauf zu sein. Scheint die Pause gut überstanden zu haben. Törchen gemacht gegen Almelo. Das sieht schon wieder gut aus und macht Hoffnung. Wir haben gerade von Simon Terodde gesprochen, dass er getroffen hat gegen Almelo. War sehr schön zu sehen gegen Almelo, dass die Offensiven Brian Lasme, Simon Terodde, Kenan Karaman und Sebastian Polter getroffen haben. Positiv natürlich auch die Standards, Aoyan. Ein Ding hat noch Marci gemacht, Marci Kaminski. Wird leider abgepfiffen. Aber das scheint ganz gut zu sein. Hier sehen wir gerade Derry. Derry Merkin.
Der hat ja auf einer Position gespielt, die für ihn so ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Hat er aber auch ganz ordentlich gemacht. Kommt ja sonst oft über die linke Seite. Hat dann da jetzt auf der rechten Seite gespielt. Bringt natürlich auch Vorteile, sodass er mit seinem starken linken Fuß außen antäuschen kann und dann im Prinzip in die Mitte ziehen kann. Um dann vielleicht den Steckpass zu spielen oder selbst einen abzulassen. Man hat es ja auch gesehen bei seinem Tor. Hat ja schon ein gutes Fund. Schönen präzisen Schuss. Das ist schon ganz gut. Na, hier sehen wir es von oben nochmal. Dunkel mit drei Leuten hinten in der Abwehr. Weiß im Prinzip gegenüberliegend auch. Ob es das System ist, man weiß es nicht. Also gegen Karlsruhe natürlich. Wir lassen uns sowieso gegen Karlsruhe mal überraschen. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Karlsruhe hat sich sicherlich auch mehr erhofft. Namhaften Zugang, Stindl. Hat es dann aber auch die letzten Partien irgendwie nicht so extrem ins Rollen gekommen. Zwar gepunktet gegen Magdeburg, aber davor gegen Kiel verloren, gegen Fürth verloren. Stehen jetzt mit 9 Punkten auf dem 14. Platz. Also da wäre schon mal ganz gut, wenn wir an denen vorbeiziehen könnten. Nächste Trainingsform. Tore sind ein bisschen umpositioniert worden. Ist ja mittlerweile so der klassische Weg. Dass man so die Trainingsformen aufbaut. André Hechemann hier im Bild. Leichte Passübungen am Anfang. Leichtes Verschieben aus dem Deckungsschatten raus teilweise. Links-Rechts-Passübungen. Und dann von klein Feld in größeres Feld. Und das dann in dem Sinne immer wieder aufbauend mit Tempo wechseln. Eine wichtige Sache ist natürlich unter der Woche noch entschieden worden, also letzte Woche. Trainerentscheidung gefallen, Co-Trainerentscheidung gefallen und die Entscheidung für
Matthias Tillmann, unserem neuen Vorstandsvorsitzenden. Offiziell beginnt Matthias Tillmann am 1.1. Er hat sich letzte Woche den Schalker Fans, den Mitgliedern und den Mitarbeitern vorgestellt. Freut sich auf die Aufgabe riesig. Er hat so seinen 90-Tage-Plan hat er vorgestellt. Das war so im Prinzip sein Wunsch, wie er die ersten Monate angehen wird. So drei Unterthemen. Oh, jetzt hat's bei Simon Terodde, glaube ich, am dicken Zeh ein bisschen wehgetan. Aber er hat schon einen Daumen hochgelegt, gesetzt. Alles gut, geht weiter mit unserem Knipser. Aber zurück zum 90-Tage-Plan. Also er hat natürlich drei große Themen. Die sportliche Situation, Sponsoring, als auch, ich nenne es jetzt mal, den Abschnitt außerhalb des Platzes. Ich möchte gerne Strukturen schaffen, dass wir die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöhen. Auf dem Platz würde man sagen, handlungsschneller. Thema Sponsoring, langfristige Partner weiterzufinden. Im Prinzip das Gesamtpaket zu schnüren und die sportliche Situation natürlich an erster Stelle die Rahmenbedingungen schaffen, um sportlich wieder erfolgreich zu sein. Ordentliches Aufgabengebiet hat er. Ist verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitales, Fans und Nachhaltigkeit, Veranstaltung und Sicherheit sowie die gesamtstrategische Verantwortung. In unserem Interview hat er gesagt, ja, klingt viel, aber sei jetzt nicht so extrem etwas Neues für ihn. Er arbeitet halt sehr, sehr gern und sehr, sehr intensiv mit seinen Mitarbeitern und mit den Direktoren, die natürlich das dann mit ihm erarbeiten und umsetzen und gleichzeitig anpacken. Ist er seit 95 Mitglied bei den Königsblauen. Und da möchte er natürlich so eine gesunde Mischung haben. Ne? Eine gesunde Mischung aus Emotionen und klarem Blick auf die Situation, um die Entscheidung natürlich auch für den Verein zu treffen und die strategischen Wege weiterzugehen. Um auch dann die mittel- und langfristigen Entscheidungen treffen zu können. Ich finde Gelsen eigentlich schön. Wenn ich die Bilder hier gerade so sehe. Bei Danny Latzer sieht schon wieder rund aus. Macht auf jeden Fall wirklich weite Teile des Mannschaftstrainings wieder mit. Sieht top aus. Rungenberg-Halde hat zwei
meine Heimat. Auf jeden Fall sehen wir intensive Einheiten mit einer hohen Intensität. Kurze, schnelle Schritte, schnelle Passfolge, wachsam sein, hochkonzentriert, um keine Fehlpässe zu spielen, schnelle Entscheidungen zu treffen und dann dementsprechend auch immer wieder in Zeitintervallen die Pause, die der Coach natürlich nutzt, um gewisse Dinge anzusprechen, zu verbessern. Justin Hekeren gerade. Und mit diesem Bild würde ich mich von euch verabschieden. Wie gesagt, Training live, eine Geschichte, die wir definitiv immer wieder auf dem Schirm haben, die wir häufiger umsetzen wollen in dieser Saison, weil wir finden, dass es halt wichtig ist, euch einzubinden, die Leute, die es vielleicht nicht schaffen, zum Training zu kommen bei einer öffentlichen Einheit, vielleicht von ein bisschen weiter weg, die berufliche Dinge haben, dass wir euch das hier in dem Sinne ein bisschen näher bringen, euch Einblicke geben können, um euch die Truppe und die Arbeit vom Trainerstab von Schalke 04 einfach etwas näher zu bringen. Werden wir in dieser Saison immer weitermachen, immer intensivieren. Und am heutigen Tag hat es sich natürlich total angeboten. Neuer Co-Trainer, neuer Trainer. Aufarbeitung Almelo, Ausblick Karlsruhe, das Gespräch mit Kirsche und natürlich unserem neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann. Die Kameras bleiben jetzt noch etwas drauf. Bleibt gerne so lange wie ihr wollt noch bei uns. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Minuten vom Training zeigen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und Leute, auf 3 Punkte. Am Sonntag in Karlsruhe. Ciao.